Wir befreien heute ein Magic Mixie Pixling aus einem sprechenden Zauberspiegel. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Das hier ist die Puppe, die sich in dem Zauberspiegel befindet. Und hier gibt es tatsächlich eine Sonderedition, die nicht so häufig vorkommt und auch schimmert. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und bekommen sie heute. Ich packe jetzt erstmal den Spiegel aus, damit wir direkt loslegen können. Unser Spiegel ist ausgepackt und jetzt schauen wir uns an, was alles dabei ist. Wir haben hier einmal einen kleinen Zauberkessel, in dem wir unseren Zaubertrank zubereiten. Dann haben wir hier natürlich noch die Zutaten für den Zaubertrank. Hier vorne müssen wir auf jeden Fall erstmal noch die Folie abziehen. Und jetzt schauen wir nach, was passiert, wenn wir den Zauberspiegel einschalten. Berühre zunächst den Diamanten auf dem Spiegel. Das ist der Diamant, den wir jetzt berühren müssen. Hallo, hörst du Hallo. Mich? Seht ihr das? Ich bin im Spiegel gefangen. Kannst du mich mit deinem Zaubertrank daraus befreien? Ja, klar. Du bist klasse. Sammle alle Zutaten und berühre danach den Diamanten auf dem Spiegel. Wie cool ist das bitte, dass der Spiegel einfach redet? Ich habe hier alle Zutaten beisammen und jetzt machen wir weiter. Fülle zuerst den Becher bis zur Fülllinie mit Wasser. Weiter geht's. Füge die erste Zutat hinzu. Meine Schmetterlingsflügel. Das ist die erste Zutat, die wir hinzufügen müssen. Das sind die Flügel von unserem Pixling. Hier sind die Flügel und die fügen wir jetzt zu unserem Kessel hinzu. Meine Schmetterlingsflügel. Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Füge die zweite Zutat hinzu. Sie wird mit magischer Energie blubbern. Das ist die zweite Zutat und die wird jetzt wohl blubbern. Das ist die zweite Zutat und die tun wir jetzt auch in den Zauberkessel rein. Ich kann fühlen, wie ich stärker werde. Die Magie funktioniert. Schau den Trank an. Berühre den Diamanten, um fortzufahren. Unser Zaubertrank ist einfach von weiß zu rosa gewechselt. Wie cool ist das bitte? Greife in den Zaubertrank und hole den Kristall heraus. Trockne den Mondkristall unbedingt, damit er funkeln kann. Den müssen wir jetzt abtrocknen. Das ist unser trockener Mondkristall und jetzt machen wir weiter. Drücke den Kristall oben auf den Spiegel, bis du Musik hörst. Geh einen Schritt zurück und sag Magicus Mixus. Magicus Mixus. Habt ihr das gesehen? Hier ist einfach Konfetti rausgekommen und die Puppe ist da. Sie hat sich jetzt vom Spiegel zur Puppe verwandelt. Ich hole jetzt erstmal die Puppe hier raus und wir schauen sie uns gemeinsam an. Ich habe unsere Puppe jetzt rausgeholt und so sieht sie aus. Wie schön ist sie bitte? Auch mit den Haaren, die einfach aussehen wie Zuckerwatte. Und hier ist übrigens auch eine Bürste mit dabei. Das heißt, ihr könnt die Haare auch richtig schön durchbürsten. Und die lassen sich richtig gut kämmen. Ihr Gesicht und das Make-up sehen so schön aus, genauso wie ihr Kleid. Und sie hat auch noch bewegliche Gelenke und sie hat einfach Flügel. Richtig schön. Und übrigens, sobald ihr die Pixlingspuppe befreit habt, ist der Spaß noch nicht vorbei. Denn der magische Zauberspiegel hat auch noch einen Wahrsager-Modus und den probieren wir jetzt auch noch gemeinsam aus. Dazu müssen wir erstmal wieder den Spiegel zurückschieben. Wir setzen sie mal hier drauf, damit sie zuschauen kann. Und schalten dann hinten den Wahrsager-Modus ein. Meine magische Kraft sagt dir deine Zukunft voraus. Stelle mir eine Ja- oder Nein-Frage und berühre den Diamanten. Wir stellen jetzt die Fragen aller Fragen, nämlich, bist du wirklich ein magischer Spiegel? Ein flatterndes Ja. Zauberspiegel, werden wir morgen gutes Wetter haben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommentiert mal, wie ihr den magischen Zauberspiegel findet und folgt auf jeden Fall gerne für mehr Spielzeugvideos. Sollen wir noch ein paar mehr Pixlings auspacken? Ja!